Ja, hallo und liebe Grüße aus meiner Werkstatt. Heute in diesem Video geht es hier um diesen Wabeco Bohrständer und die Modifikation. Tolles Wort. Ich habe den Bohrständer mit einem Kreuzlinienlaser ausgestattet zusätzlich. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch gerne jetzt in diesem Video zeigen. So, bevor ich euch jetzt hier den Kreuzlinienlaser zeige, noch zwei, drei Worte zu dem Bohrständer an sich. Also ich habe den hier in der Variante mit der 750 mm langen Zahnstange. Ja. Standardmäßig ist die nur 500 mm lang, es gibt aber auch 1 Meter Länge. Nur 1 Meter Länge wäre jetzt hier zu lang, da wäre ich hier an das Regal gekommen. Und die 750 mm haben natürlich den Vorteil, dass ich hier auf dem Bohrtisch auch höhere Werkstücke hinlegen kann und bohren kann, ne, senkrecht reinbohren kann. Ne. Der ganz große Vorteil dieses Bohrständers ist hier dieser Ausleger. Den kann man nämlich auch verstellen. Ne. Also ich bin nicht gezwungen, hier diesen Anschlag immer hin und her zu schieben, obwohl ich das ja hier an meinem Bohrständer auch kann oder an der Bohrstation. Ich kann hier wirklich ganz fein, kann ich den Bohrer anhand dieser Verstellmöglichkeit hier einstellen. Ne? Also das gefällt mir super. Was mir nicht so super gefällt, das ist hier diese Führung in dieser Säule, weil die hat, wenn man hier diese zwei Schrauben, einmal hier die und hier unten, wo ist sie da? Wenn man die nicht exakt einstellt, hat man hier schon Spiel. Das schlackert dann so ein bisschen. Ne? Und man muss das schon ziemlich stramm einstellen, damit das spielfrei läuft. Und mit der Zeit verstellt sich das auch so ein bisschen. Ne? Also das ist so ein Schwachpunkt an diesem Bohrständer. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Ne? So, jetzt zum Kreuzlasermodul. Dieser Einstellmechanismus für die einzelnen Laser über dieses Schräubchen und hier mit diesen Hülsen, da gehe ich jetzt in diesem Video nur am Rande drauf ein. Wenn ihr da detaillierte Infos haben möchtet, dann besucht das Video auf meinem YouTube-Kanal mit dem mobilen Bohrständer. Ich verlinke euch das mal oben rechts im Eck. Ja, wie gesagt, da bekommt ihr detaillierte Informationen dazu. Ne? Ansonsten besteht dieses Teil hier eigentlich nur aus 3-4 Siebdruckbrettchen, die ich mit meiner CNC-Fräse gefräst habe. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann schauen wir uns die einzelnen Fräsjobs an, die ich da durchgeführt habe. Ich zeige euch mal die Teile. Also hier habe ich erstmal die Aufnahme für diese waagerechte Zahnstange an der Wabeco angefertigt. So, dann habe ich jetzt hier wieder diese Längslöcher mit den Nuten unten drin, wo dann hier diese Hülsen reinkommen. Ja. Und die Hülse hat auch hier wieder eine Madenschraube, wo dann der Laser fixiert wird. Hier sind die zwei kleinen Federn, die dann gegen den Rand drücken. Ja. Und hier ist das Teil, was nachher oben drauf kommt, mit den zwei Imbusschrauben, ein und oder vier Imbusschrauben. Die zwei, die bleiben ja reingedreht, die drücken dann die Feder gegen den Rand und hiermit kann ich dann die Einstellung vornehmen. Ne? Hier rechts seht ihr die zwei Laser. Hier habe ich auch jetzt auch wieder mit der CNC-Fräse so eine kleine Platine angefertigt. Ne? Die dann nachher von oben eingesetzt wird. Also ich werde jetzt hier erstmal diese drei Teile zusammensetzen und leimen. Und wenn das dann richtig fest ist, verleimt ist, dann müssen wir hier oben dann auch nochmal in diesem Bereich eine kleine Aussparung reinfräsen. Also das mache ich dann auch wieder CNC-Fräse. Da wird dann hier diese Platine reingesetzt. Und also das kommt hier nachher. Ja, wie kommt das? Das kommt so. Und diese Teile, die kommen dann hier nachher so da dran. Ne? Also ich kann das jetzt schlecht zeigen. Ich habe hier in der einen Hand die Kamera.
Ich werde das jetzt einfach mal zusammenleimen und euch das gleich zeigen. Dann ja, werdet ihr sehen, wie ich das vorhabe. So, ich habe das jetzt hier zusammengeleimt, die drei Teile. Führungshülsen für die Laser sind jetzt hier schön beweglich drin. Und als nächstes kommt jetzt hier die Stromversorgung. Also die möchte ich ja hier so reinsetzen. Ne? Also jetzt hier den Teil genau in der, ja, in der gleichen Form wie die Platine hier ausfräsen. Auch jetzt wieder mit der CNC-Fräse. Dafür habe ich mir hier so eine Spannvorrichtung gemacht. Die sieht so aus. Ne, weil das kann man schlecht einspannen. Hier sind jetzt hier diese zwei Bogen. Ich stecke das hier also jetzt so rein. Dann habe ich hier so einen Keil. Damit verkeile ich das. Ne? Ja, und dieses Brett spanne ich dann an meiner Fräse fest. Und dann kann ich hier diesen Bereich für die Platine ausfräsen. So, ich habe den Fräser jetzt mal nach hinten gefahren, damit man hier reingucken kann. Also so sieht die Aussparung jetzt hier aus. Ich habe jetzt hier die Platine. Jetzt mal gucken, ob die auch hier reinpasst. Ja, einwandfrei. Ja. So, jetzt ist hier die Aufnahme für die Laser, die ist fertig. Ihr seht hier diese Aussparung für die Stromversorgung, ne, die kommt ja hier rein. Also. So, und jetzt muss ich ja noch irgendwo den Schalter anbringen und dafür habe ich jetzt hier dieses Teil gefräst. Das möchte ich hier an die Seite setzen und dann hier mit zwei kleinen Schrauben festschrauben, ne? Denn hier kann ich ja gut reinbohren, hier ist ja noch volles Material und hier oben in die Ecke auch, weil ja, da ist auch volles Material, ne? Die Bogen ist jetzt hier hinten mit dem Gewinde und da hätte ich jetzt nicht reinbohren können oder hier, es wäre auch schlecht, ne? Weil hier ist ja die Achse von diesem, von dieser Hülse, ne? Also ich muss jetzt hier und da diagonal, das passt. Und der Schalter hat hier dann auch genug Hohlraum für die Mutter. Probieren wir jetzt mal aus. So, ich den jetzt hier reinsetze, kann ich die hier festschrauben. Die Lötfahnen, seht ihr, die sind auch noch da drin versteckt, ne? So, und dann kann ich nachher den Deckel draufsetzen. So kommt man auch immer an den Schalter wieder dran. Falls der mal kaputt ist, kann man den austauschen. Ja, und hier an die Platine komme ich auch dran. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Frickelarbeit wird, das ist die Verkabelung von den zwei Lasern. Ne? Weil das wird alles ziemlich eng. Ich kann ja auch nicht viel Kabel- oder Drahtvorrat lassen. Ich habe ja hier nicht viel Platz. Ne? Ja, und abschließend kommt dann hier so ein dünnes 2 mm eloxiertes Blech drauf. Da ich ja hier sowieso zwei Schrauben reinschraube für die Federn, ne, damit der Federdruck da ist, werde ich also das Alublech dann auch gleichzeitig, sind diese Schrauben die Befestigungsschrauben für das kleine Alublech. Ne?
Und das sind ja hier die zwei Bohrlöcher, wo dann nachher die Schrauben reinkommen, um den Laser einzustellen. So, schaut mal, so sieht das jetzt aus. Jetzt habe ich hier die Drähte dran gelötet. Ne? Einmal die zwei Laser an die eine Fahne und dann an die andere, die den roten Draht oder die rote Litze, die jetzt zur Batterie geht. Ne? Ich habe auch den Schalter schon festgeschraubt mit der Mutter. So, jetzt habe ich hier den Schalter montiert. Als nächstes müssen wir jetzt die Batterie hier einsetzen und anschließen. Und dann können wir uns dem Deckel, den möchte ich ja aus 2 mm Aluminiumblech machen, ja, können wir uns dieser Sache dann widmen. Ja. So, wie gesagt, die Laser sind jetzt hier eingebaut, ne, mit dem Schalter. Jetzt fehlen nur noch hier die Federn, die muss ich jetzt einsetzen. So, ich habe hier auch noch einen Deckel für diese Batterie, für eine Abdeckung gefräst gerade. Mir ist nur aufgefallen, wenn man jetzt hier guckt, die Feder von dieser Knopfzelle, wenn man das so sieht, die ragt hier so einen halben Millimeter raus. Ne? Also das ist hier nicht ganz eben oder das ist vielleicht sogar ein knapper Millimeter. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also hier diese Feder. Und von daher habe ich jetzt hier in diese Abdeckung auch so eine kleine Tasche reingefräst. Ne? Das Blech ist 2 mm stark, da ist jetzt eine 1 mm tiefe Tasche drin. So, und ich möchte, das passt jetzt auch hier, ich habe gerade schon mal geguckt. Ne? Das kommt dann hier so drauf. Und ja, wie eben schon gesagt, hier die Schrauben, die den Federdruck ausüben, die halten auch gleichzeitig dieses Blech ja, oder diese Abdeckung. Ja. So, und das setzen wir jetzt mal rein. Ich habe hier auch so einige so Federn und Madenschrauben so in so einem Döschen. Habe ich jetzt hier passende Federn rausgesucht. Hier diese kleinen, die nehme ich. Ne, und ich setze jetzt erstmal hier dieses Blech drauf. Dann kommen hier die Federn rein. So, und dann die Schrauben, die auf die Federn drücken. Ich habe auch hier wieder so Linsenschrauben mit einem Imbus. Ja, die drehen wir jetzt eben fest. Jetzt sieht man auch schon, dass sich hier der Laser komplett in eine Richtung orientiert. Ich hoffe, die Schrauben sind nicht lange zu lang. Ich mal gucken, eventuell muss ich kürzere nehmen. Naja, aber das geht. So, ja. So sieht das jetzt aus. Der Deckel ist drauf und ihr seht, die Laser sind jetzt komplett in die eine Richtung ausgerichtet. Das hatte ich ja auch schon mal bei dem, ne, bei diesem mobilen Bohrständer. Gehen immer wieder in ihre Ausgangsposition zurück durch diese Feder. So, und jetzt kommen die Einstellschrauben hier rein. Ich gucke jetzt mal, ob der Laser funktioniert. Da funktioniert einwandfrei, ne? Ist aber schon so ein schönes Kreuz zu sehen. Ja. Jetzt verstelle ich schon den Laser. So. Ich richte die erstmal so mittig aus. Die Feineinstellung müssen wir dann gleich an der Bohrmaschine machen.
So, ich habe jetzt dieses Lasermodul hier an den Wurfständer montiert. Jetzt noch zwei, drei Sätze zum Einstellen. Also ihr fangt damit an, hier an diesen Rändelmuttern von den Lasern den Laser an sich erstmal scharf zu stellen. Ne? Also dass ihr hier so eine feine Linie habt. Das ist der erste Schritt. So, und dann als zweiter Schritt müsst ihr gucken, wenn ihr die Maschine, also hier die Bohrmaschine rauf und runter fahrt, dass sich die Linien hier nicht verschieben. Ne? Also dass die immer in der gleichen Flucht bleiben. So, und das stellt ihr hier über dieses Schräubchen ein, ne? Womit man den Neigungswinkel einstellt. Und wenn ihr das gemacht habt, als letzten Schritt müsst ihr dann schauen, das macht auch wieder an diesem Rändelschräubchen hier, ja, an diesen, dass dann die Linien sich genau an der Stelle kreuzen, wo später der Bohrer eintaucht. Das sind die drei Schritte. So, jetzt kommen wir hier zu dem eingangs erwähnten Praxistest. Also ich möchte euch jetzt zeigen, wie sich hier die Laserlinien verändern, wenn ich die Maschine rauf und runter fahre. Ne? Also ob die immer noch so schön fein bleiben oder ob die verschwimmen und breit werden. Ich habe jetzt hier extra das Licht ein bisschen gedämmt. Auch gleich für eine erste Testbohrung auch so eine Siebdruckplatte, weil ich habe festgestellt, wenn ich jetzt hier dieses helle Holz nehme, da sieht man den Laser kaum drauf, ne? Also auf dem Video jedenfalls nicht. Ich sehe den hier perfekt, aber irgendwie kommt das in der Kamera nicht so sauber rüber. Ne? Von daher habe ich jetzt hier das Licht ein bisschen gedämmt und nehme auch gleich hier für unseren Praxistest 2. Also ich möchte dann mal hier, ich habe ja hier so ein Kreuz markiert und möchte hier mit dem Bohrer eintauchen, will mich hier nach dem Laser orientieren und schauen, ob auch wirklich diese Spitze von dem Holzbohrer dann hier mein angerissenes Kreuz trifft. Ne? Ja gut, aber jetzt erstmal hier, ich verstelle jetzt hier mal die Höhe. Also, ich sag mal, die ist immer noch gestochen scharf, die Linie. Ist vielleicht so ein Millimeter breit. Hier ist jetzt extrem gut in der Höhe. Hier auch noch. Und ich sag mal, jetzt wird sie langsam unscharf. Aber schaut mal, wie hoch ich jetzt mit dem Bohrer bin. Also jetzt wird sie breit hier. Aber auch nur die rechte hier, die ist immer noch relativ scharf. Also die ist jetzt hier noch breit, etwas breit. Aber gut, wenn ich jetzt hier tiefer eintauche. So, jetzt sind sie wieder perfekt. So, und in der Regel habe ich ja nicht einen riesen Abstand zwischen Werkstück und Bohrer. Ne? Also ich habe jetzt hier schätzungsweise so 8 bis 10 cm. So, und ich lege jetzt hier mal mein Brett an. So. Und tauche jetzt hier mit der Spitze mal in das Werkstück rein. So, und das schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. So vielleicht. Also ich habe genau das Kreuz getroffen. Ne? So sieht man es vielleicht. Also die Sache, das kommt hier wahrscheinlich in dem Video nicht so super rüber. Aber ich kann euch versichern, das funktioniert einwandfrei. Ne? Und wenn man bedenkt, dass die Laser gerade mal 10 Euro kosten, also so viel kann man ja davon auch nicht erwarten, bin ich hier von dem Ergebnis super zufrieden. So, das war es dann auch schon wieder. Projekt ist abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Nutzt die Kommentarfunktion. Solltet ihr Fragen haben, stellt mir eure Fragen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und sag mal bis zum nächsten Video. Macht's gut.